Der 22. Ich muss den da gerade biegen. Da hat sich das, die Ecke verbogen. Was steckt für eine Überraschung im 22. Türchen? So. Da ist noch ein Kuvert versteckt für Elisabeth von der Grit. Oh, Grit, das hat ja einen weiten Weg genommen. Was haben wir denn da? Oh, ah! Ich glaube, das muss ich gleich verschmausen. Liebe Grit, das überlebt schon das Video nicht. Women's Energy. Das können wir doch immer brauchen. Und schau, das ist ein wunderschönes. Ich weiß, wie das heißt. Aber es fällt mir gerade nicht ein, wie diese Technik heißt. Das sind ja kleine Kunstwerke. Tut mir leid, die Druckflecken auf der Karte, war aber das letzte Modell. Ich sehe keine. Ah, diese Druckflecken. Darf ich den Friedrich von Schiller lesen mit vollem Mund? Das Mädchen aus der Fremde. Ich glaube, ich muss zuerst runterschlucken. Ich bewundere zuerst. Grit, das sind ja wunderschöne Kunstwerke. Die kriegen natürlich auch einen Ehrenplatz bei mir. Ich habe schon eine Wand freigemacht für eure kleinen Kunstwerke. Wunderschön. So, jetzt kann ich den Friedrich von Schiller. Das Mädchen aus der Fremde. In einem Tal bei armen Hirten erschien mit jedem jungen Jahr, sobald die ersten Lerchen schwirrten, ein Mädchen, schön und wunderbar. Sie war nicht in dem Tal geboren, man wusste nicht, woher sie kam, doch schnell war ihre Spur verloren, sobald das Mädchen Abschied nahm. Beseligend war ihre Nähe und alle Herzen wurden weit, doch eine Würde, eine Höhe entfernte die Vertraulichkeit. Sie brachte Blumen mit und Früchte, gereift auf einem anderen Flur, in einem anderen Sonnenlichte, in einer glücklichen Natur, und teilte jedem eine Gabe, dem Früchte jenem Blumen aus, der Jüngling und der Greis am Stabe, ein jeder ging beschenkt nach Haus. Willkommen waren alle Gäste, doch nahte sich ein liebend Paar, dem reichte sie der Gaben beste, der Blumen allerschönste dar. Ein wunderschönes Gedicht von Friedrich von Schiller. Dankeschön, liebe Grit. Ich denke noch nach, wie diese Technik heißt, aber es wird mir gleich dann nach dem Video einfallen. Danke, liebe Grit, für deinen Beitrag zur meinem ganz persönlichen Adventskalender. Es wäre schön, könnten wir uns mal kennenlernen.